Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und auf dem Programm steht heute das Halbfinale dieses Vorbereitungsturniers. Manchester United gegen Borussia Dortmund. Halbfinale in diesem Vorbereitungsturnier und dann wollen wir doch mal schauen, wer den Einzug ins Endspiel schafft. Ich glaube, viel mit Auge. Ball kommt da jetzt flach rein. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Und die Einblendung zeigt uns, wie Manchester United heute spielt. Auf der Torhüterposition David De Gea. Jesse Lingard steht mit Juan Mata im Mittelfeld. Und ganz vorne starten sie heute nur mit einem Stürmer. Ja, das will erstmal nichts heißen. Das Mittelfeld unterstützt die Offensive. Hummels klärt im Anschluss an diese Flanke. Und das ist der Ballverlust. Unwiderstehlich, wie er hier mit dem Ball am Fuß losläuft. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Da ist die Chance für die Flanke. Flache Flanke jetzt. Oh, da machen sie nichts aus dieser Chance. Der Trainer ärgert sich, der Trainer ist sauer. Da muss mehr kommen. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Roman Bürki steht im Tor. Mats Hummels spielt mit Dan-Axel Zagadou in der Abwehr. Und ganz vorne werden sie es heute mit einem Stürmer versuchen. Mal sehen, ob er sich gegen die Abwehr da vorne durchsetzen kann. Aaron Wan-Bissaka. Lingard. In den freien Raum. Jetzt ist es gefährlich. Sie machen das Tor, optimaler Start, früh gehen sie hier in Führung, genau so hatten sie sich das auch erhofft. In dieser Szene zeigt er all sein Können, den Ball holt er sich direkt aus der Luft. Ein absolutes Klasse-Tor. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen, danke an die Regie dafür. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. Führung jetzt für Manchester United. Guerrero. Delaney. Reus jetzt am Ball. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Paco am Ball. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Paco Alcácer. Das war einfach für den Torwart. Nun Juan Mata. Es ist zwar nur ein Vorbereitungsturnier, dieses European International Turnier, aber die Teams hängen sich richtig rein. Gut für die Fans und natürlich auch für die Spieler. Waren schon einige gute Partien dabei. So darf es gerne weitergehen. Da ist Platz für Reus. Jetzt Marco Reus. Er gibt abseits. Juan Mata. Shaw. Und da ist der Ball wieder weg. Dortmund über außen. Könnte der Ausgleich sein. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Reus mit der Ecke. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. United über den Flügel. Und jetzt der BVB. Bürki. Harry Maguire. Die Mitspieler bieten sich an. Paul Pogba. Martial, ist es das? Weiter Gefahr nach Bürkis Abwehr. Ciro Immobile ist zum FC Chelsea gewechselt und verlässt Lazio Rom.
Ein echter Coup, Wolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten dürfen froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Delaney. Jadon Sancho. Reus jetzt am Ball. Und das ist der Ballverlust. Und das ist ein Freistoß für den BVB. Versucht Reus direkt. Distanz ist enorm, aber es wäre eine Option. Mauer steht exzellent. Ball abgeblockt. Delaney. Und direkt zurückgespielt. Marco Reus. Paco Alcácer. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Was den Ballbesitz im bisherigen Spielverlauf angeht, sehen wir bei Manchester United schwache Zahlen. Aber wir sehen es ja, der Ballbesitz ist nicht alles. Sie liegen trotzdem vorn, haben ihre Szenen. Da versucht er es von ganz weit draußen, aber keine Gefahr. Und Piszczek. Reus. Jetzt Marco Reus. Steilpass kommt von Reus. Oh, und da sagt er Dankeschön. Den Ball hält er natürlich. Ja, aus dieser Distanz müssen sie schon mehr rausmachen. Müssen sie cleverer machen. Das ist ja kein Problem. Lindelöf. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Reus. Zuspiel Reus. Gegner ist da. Könnte den Konter geben. Er passt ihn auf den Flügel. Juan Mata. Juan Mata kommt. Juan Mata mit der Chance. Ja, schön geklärt erstmal. Die Gefahr bereinigt. Juan Mata! Wie macht er den denn rein? Tor für Manchester United. Es sieht alles gut aus. Die Führung beträgt schon 2 Tore. Unhaltbar dieser Schuss mit dem Vollspann. Hart, enorm druckvoll. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Guerrero. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Juan Mata. Lingard. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Witzel. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Da kommt der Pass. Ah, da kann sich die Abwehr natürlich entspannt zurücklehnen bei solchen Flanken. Flanke kommt nicht durch. Martial mit einem richtig guten Auftritt. Der macht da vorne im Sturm mächtig Alarm. Und einmal hat der Ball ja auch schon gepasst. Ecke Mata. Kein guter Volley. Ah, hätte hier gerne das Tor gemacht. Sah auch zunächst gut aus. Aber dann fehlt einiges. Heute winkt das Finale und sie können es tatsächlich schaffen, denn zur Halbzeit liegen sie in diesem Halbfinale vorne. Noch ist hier kein Grund zum Jubeln, noch muss man kühlen Kopf bewahren, aber das wird Ihnen der Trainer in der Kabine schon sagen.